Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team. Das Ganze heute nicht im LS, nein, im ETS2 sind wir unterwegs. Aber beim Thema LS, ihr seht ja unter mir immer mal G-Portal reinhuschen und vorbeischnicksen. Und da könnt ihr unten in die Videobeschreibung reinschauen, da ist eine Reflink drin. Und zwar könnt ihr euch für den LS22 direkt bei G-Portal schon einen Server vorbestellen. Und das Geile daran ist ganz einfach auch, ihr bekommt Prozente da drauf. Deswegen immer mal Auge machen, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu G-Portal direkt und auch hier im Chat, meine Lieben, im Livestream, da könnt ihr Ausrufezeichen G-Portal eingeben, auf den Link klicken und euch gönnen. So, in diesem Sinne können wir starten. Was machen wir heute im ETS? Zum einen sind erstmal da der Yannick, die Moni, die Sarah, der Soso, Sprungli ist mit da, der Agrar-Martin ist mit da und der Lukas ist mit da. Hallo. Servus. Hallo. Hallo, 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 so. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Unglaublich. So, und was machen wir heute? Wir machen ein kleines Rennen. Und zwar machen wir ein Rennen von, wo sehe ich denn das jetzt? Weltkarte, oder? Lass Kraft. Ja, genau. Und zwar fahren wir heute von Osnabrück nach Posen, je nachdem. Auf jeden Fall sind wir 1031 Kilometer unterwegs und das wird sehr interessant, muss man sagen. Und es wird schon dunkel. Aber es sind auch nur bei Excel 1031, weil dann 31 ist. Bei mir sind es 1032 Kilometer. Aber bei mir sind es jetzt auch 1032 Kilometer. Ja. Junger Padawan. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist der schon wieder so, wie er ist? Ne? Ach, halt, stopp, ich hab was vergessen. So, die Moderatoren können sich mal bitte um Alush kümmern. Mal kurz einen Hinweis in der Privat-PN geben. Und dann können wir dann auch schon losliegen. So, also, was gibt's für Regeln, Yannick? Keine. Genau, das sind nämlich... Man muss auf der Navi-Strecke bleiben. Ja, genau. So ist es. Also, wir bleiben auf der Navi-Strecke. Wir haben Landstraße quasi, Nebenstraßen kann man sagen. Verkehrsregeln, okay, werden wir so nehmen, wie sie sind. Ne? Also gar nicht. Und wer tanken muss, fährt tanken. Je nachdem, es geht quasi darum, wer als erster da ist, hat logischerweise gewonnen. So, müssen wir eigentlich alles erklärt haben. Sind wir alle ready? Ja. Gut, dann würde ich sagen... 3... Zwei. Nee, du rollst schon. Echt? Der rollt wirklich schon. Verdammt, gut. Dann, warte, machen wir es so. Warum rollt der andere Reuter hinten dran gleich so mit? Okay, dann nochmal. Dann 3, 2, 1, Start! Ich kann nicht gut gehen. Nee, das kann echt nicht gut gehen. Oh. Lucio, verschwinde. Alter! Alter! Ich hätte dir ein Sandwich genommen. Sauhund! Edeter Sack! Ja, warte nur. Das ist schon wieder. Oh, Leute. Nicht in Worte zu fassen. Ah, Lukas hat's richtig gemacht. Ich wusste schon, die Außenbahn, das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen. Ja, okay. Das kriegen wir diesmal. Nach Moni. Das kriegen wir hin. Alter, mach die! Ich folge gemütlich. Aber kein Demolition Derby, bitte. So. Wir müssen gucken. Ach, jetzt wird er nicht. Welche Sackweise ist denn das hier vor mir? Ah, sehr oh gut. Gott, Bus! Bus! Oh, Leute. Ah, so. Sag mal, Susu, hab ich dich gerade überholt? Nee. Nicht? Patrick. Ja. So. Sarah. Du musst zum Abweg nicht auf die Gegenfahrbahn fahren. Doch, mach das. Mach das. Halt du dich da raus. Ich habe jetzt schon wieder 16% Schaden. Ich habe dank Exe 7. Ich hab doch gar nichts gemacht, aber das doch, Geile ist. Du bist fast umgekippt, bist in mir reingekippt fast. Unglaublich, unglaublich. Aber gut, ich habe halt keinen Schaden davon getragen, ne? Ja, finde ich nicht noch. Das Geld hätte ich gerne von dir überwiesen nachher. Ah, nee, du, ich bin knapp bei der Kasse, du, das wird nichts. Alter, sowieso, geh mir nicht, da kriegst du doch einen epileptischen Junge. Das ist doch nicht Worte zu fassen. Oh, ey, bei Nacht ist das aber auch nochmal ganz anders, ne? Happy Epileppy. So. Hallo, Sarah. Wir haben Moni und Yannick vor uns. Lukas ist wie immer. Alter! Willst du dich noch näher reinziehen? Lukas ist wie immer ganz vorn. Wo seid ihr denn alle? Ich seh keinen mehr. Also wir sind hinter dir, Lukas.
Vielleicht liegt es daran. So, liebe YouTuberinos, wenn es euch gefällt, ne, lasst da sehr gerne das Däumchen da. Es kann sein, und die Glocke aktivieren. Und dass ich die Folge auf zwei oder dreimal schneide, ne, je nachdem. Deswegen wundert euch nicht, wenn es dann, ach, du kommst eine Baustelle, wenn es da keine Anmod oder Abmod gibt. Boah. Boah. Da hab ich kurz Gefühle gekriegt hier. Meine Fresse. Kommt da noch einer. Oh Gott, da kommt ja noch was von vorne. Ja, ja. So geil, Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn. Da können wir. Da können wir mehr da machen. Ja, so. Was ist denn? Oder was? Das ist geil, ne? Also, man beachte nochmal, es gibt keine Regeln, ne? 1990 rum, hat ebenfalls gesubbt. Im 14. Monat, mein Junge. Warte, das kriegt man hin, während der Fahrt. Vielen Dank dafür. Gibt es jetzt was von Herzen kommt? So. Aber was macht denn ihr? Rechts und links überholen? Das ist ja. Ja, aber LKW-Fahrer. Das geht ja gar nicht. Aber gut, wir kämpfen uns langsam ran. Patrick, musst du mit fertig fahren? Stück für Stück. Ja, muss ich. So, ich rauch. Jetzt kommt die erste Tankstelle, mit dem wir tanken will. Musst du tanken, Lukas? Ja. Okay, das ist schon mal gut. Laut meinem LKW schaffe ich, wenn ich beim Losfahren habe ich noch 1400 Kilometer geschafft. Beim Losfahren? So. Aber du fährst da nicht 80. Wo ist denn die Tankstelle? Achso, da wo du bist, Lukas, wa? Wo ich bin. Oh verdammt. Ja gut, wir müssen tanken. Noch zwei Tankplätze. Bin ich hier richtig? Nee, wie immer nicht. Ach verdammt, lassen wir das. Nehmen wir die nächste. Warte, sorry. Hallo. Das war keine Absicht. Du dränge doch nicht. Ich lass dir doch Platz, was denn? Och, wer kommt denn da? Schalten vergessen. Das ist Sprungli gewesen. Ja, unglaublich. Volle Leistung ausnutzen hier. So, okay, ein bisschen Schaden haben wir. Wer den Schaden hat, braucht den Spot nicht zu sorgen. Das ist wohl wahr. Ich hab mir auch 3% Schaden verpasst. Mir, wie gesagt, 7. Ja, gönnt euch. Ich teile gern. Ja, wie gesagt, Rechnung kommt, ne? Ach, papalapap. Bin ich halt aber auch wieder durch Tanken vorletzter, ne? Echt? Ja, ich hab nur noch Sarah hinter mir. Okay. Ach, scheiße, Axel, der hat runterbissen, ne? Oh, verdammt. Ich verblend Axel hinterher. Ach, scheiße. Oh, haben wir eine Abfahrt verpasst. Oh, das ist jetzt doof. Achtung, Sarah, ich hab aus Versehen LKW gestriffen vorne. Na, ernst? Alter, was hast du in deinem LKW drin? Nicht Leistung. Kann ja wohl nicht wahr sein. Deswegen hängt er auch immer so weit vorne. Die fahren halt einfach auch die Strecke ganz normal weiter. Ja. Ja, du kannst ja auch nicht auf der Autobahn wenden. Klar. Es gibt keine Regeln. Außer, dass man sich an die an das Navi halten soll. Ach komm! Ach, hau ab jetzt! Ja, sofort. Verzieh dich! Ich wäre dafür, dass die zwei schon disqualifiziert sind. Oh. Halt's dir weggebeutelt, ich bin auch verrückt. Ich werde. Oh ja, jetzt frei. Ach. Wie viele Kilometer habt ihr noch? 896. Ach, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Aber auch so um die 860. Das war tatsächlich ähnlich, ja. Deswegen. Alter, was habt ihr hier gemacht? Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Ja, macht ihn. Scheiße, ich bin komplett quer auf der Kreuzung. Macht nichts. Pascal fuhr mir gerade sowas von den Abflug gehabt. Pascal ist nicht dabei. Lukas. Ganz dezent. Habt ihr Ausfall? Oh, ich bin. Du hast dich vorgeportet, du Sau. Nicht? Hast du Schweiz zurückgesetzt? Nein, ich hab's aber direkt vorbeifahren sehen. Oha. 894 bin ich. Oha. Mensch du. So, gut. Ziehen wir mal hier rüber. Gehen wir mal linke Spur und gehen mal. Das heißt, ich
habe mein auf der Autobahn geradeaus weiterfahren wieder gut gemacht, dadurch, dass ich mich umgeschmissen habe und mich dann hinter die anderen gesetzt habe. Ach so. Wow. Ja, gut. Man muss ja sagen, dadurch, dass ich auf der Autobahn jetzt einfach halt weiterfahre, leider Gottes, weil ich absolut nicht wenden kann. Ach, dann wieder gut. Bitte. Es nimmt sich halt nicht viel. Oh, aber ich glaub, du fährst Autobahn, wir fahren Landstraße. Ja, und also die Kilometer bleiben doch dasselbe. Du bist jetzt schon vor uns und zwar nicht zu knapp. Aber ich muss noch tanken. Exit ist disqualifiziert. Nein, aber, ist er nicht. Aber. Ist er nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Also das ist schon frech, das ist echt frech. Gibt's ja eine Tankstelle? Chat, was sagt ihr denn dazu? Das ist frech. Du hättest dich auch zurücksetzen können. Denk doch mal an den Jupp und an alle anderen hier. Außer an Excel. Wieso? Vor allem, das ist ein Streamer, der sollte eigentlich mit einem Vorbild vorangehen. Hallo, hier ist überhaupt keiner Cheater, ne? Ja. Das war's, ey. Fangen wir nicht so an. Hat auch keiner was von Cheater gesagt. Nee, aber, also du nicht, aber kann ja wohl nicht wahr sein. Ist ja nicht in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, wie du fährst. Auf also, der Straße? Bleibt geschmeidig, ne? Ich muss ja noch tanken. Ne? Also es ist noch alles offen. Was ist los? Wird die Luft dünn da vorne, oder? So, wieso? Naja, also eventuell. Hau ab, Junge. Hau ab. So, da ziehen wir jetzt mal voll rüber. Oh. Müssen wir jetzt durch die Tanke durchfahren oder nicht? Nein, geradeaus durch. Nee, das war ja das, was wir angesprochen haben. Genau. So. Alter. Brauchen wir dann langsam eine Tankstelle, sonst wird's eng. Okay, hier sind einfach rote Lichter auf der Straße. Nein, geht gerade nicht. Die sind alle eingespannt. Das funktioniert nicht. Hab ich ein Glück, dass du bei mir keine Moderatorin bist. Oh, verdammt. Oh, oh. Da sehe ich ganz viel Warnblinklicht. Wer war denn das jetzt? Moni. Moni. Bleib stehen. Danke. Er hat Moni umgeschmissen. Sie, also, ja, ein NPC war es, würde ich sagen. Oha. Das nennt man Totalschaden. Hatte ich auch. Kannst dich zur Werkstatt setzen.